Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge vom Landwirtschaftssimulator 22 Playtest. Mein Name heißt Garderol, ist unten links eingeblendet und wenn du mich unterstützen willst, Garderol Plus, The Way to Go. Vielen lieben Dank dafür und wir legen direkt los. Wir müssen jede Menge tun. Heute, wir sind im März und ihr wisst ja, im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt oder so ähnlich. Genau, so sieht es nämlich aus. Hier bei noch recht diesigem Wetter. Wir müssen als erstes mal Steine lesen, denn bevor wir hier irgendwas bauen, möchte ich auf keinen Fall, dass wir die nächsten 130 Episoden hier Steine im Weg rumliegen haben. Das will ich gar nicht. Übrigens auch vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, die mir erklärt haben, yo Garderol, da bist du leider auf dem falschen Trichter, denn Steine lesen, das geht immer. Das geht auch 100 Jahre lang, wenn man möchte. Sie. Danke dafür, für diese Info. Die hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ich hätte mir jetzt eher gedacht, nee, aber... Hätte mir jetzt eher gedacht, aber ja. So. Dann habe ich die restlichen Rundballen noch verkauft und unseren Träger zum Reparieren gefahren, denn mit dem ganzen Zeit mit dem kaputten Fendt rumfahren, das geht ja nun mal gar nicht. Und dann können wir hier loslegen und unsere erste Halle bauen und vielleicht auch schon mal so einen kleinen Hühnerstall, würde ich vorschlagen. Mit dem Rest des Geldes würde ich dann sehr, sehr gerne, damit es für euch auch immer was abwechselnd ist, in die Kartoffeltechnik einsteigen. So, wir hatten in der letzten Folge dieses Problem. Wie kriegen wir die Bäume weg? Und im Zweifelsfall auch, wenn ja, wie viele? Und dazu hatten wir ja schon die Säge getestet, die funktioniert nicht. Und deswegen springen wir mal eben in unseren anderen Traktor rein. Und kaufen uns ein neues Maschinchen. Ihr habt mich übrigens darauf hingewiesen, ich soll doch bitte... Moment. So. Ich soll doch bitte immer wieder hier bei den Deals gucken, weil... Da könnten richtig gute Sachen dabei sein. Und das ist ja auch gerade der Fall. Ein Strautmann für minus 57%. Obwohl wir Ladewagen ja eigentlich sowieso nicht so brauchen wollen würden... Wenn wir jetzt immer mit der Ballentechnik arbeiten, ne? Andererseits ist das wiederum die Technik, die der Helfer ganz gut kann. Aber ja, wir suchen etwas anderes. Und zwar in den Forstgeräten. In den Forstgeräten, die ich natürlich jetzt erstmal wieder finden muss. Wo sind sie denn hin? Wo sind sie denn hin? Es kam mir in den Sinn, dass ich sie mittlerweile schon übersah, denn sie waren hier irgendwo wunderbar. Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist gerade bei den Forstgeräten eine höchst passende. Da sind sie, Forstmaschinen, da sind sie doch. So, und wir brauchen, wir können probieren, Folgendes zu machen. Wir nehmen einen Mulcher und... Warte mal gerade. Ne, mit dem geht das so nicht. Das ist ja nur die Stuckenfräse. Aber wenn wir einen Mulcher nehmen, und zwar einen, den wir sehr weit öffnen können hier, das soll angeblich zu dem von uns gewünschten Resultat führen. Kostet natürlich 41.000, das heißt, wir werden uns den mieten. Dazu folgende Ansage, liebe Leute da draußen, ich freue mich, es gibt sehr, sehr viele neue Leute in meinem Kanal. Das lese ich an den Kommentaren heraus, die sagen, miete das doch. Haben wir und werden wir außerordentlich ausnahmefallbezogen machen. Mieten ist in meinen Augen nichts anderes als das Endgame, wo man sich die richtig großen Maschinen dann leisten möchte und erarbeiten möchte, vorwegzunehmen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mit euch gemeinsam diese Maschinen erarbeiten, dann auch besitzen und uns dann sozusagen über den Lohn unserer Arbeit freuen. Wenn wir diese großen Maschinen vorher kaufen würden, ja dann wäre das was ganz anderes. Das würde sich ganz anders anfühlen und würde sich viel weniger wertig anfühlen. Stellt euch einfach mal vor, diesen Fendt hier, ja, den haben wir uns jetzt erarbeitet. 35.000 Ladewagen habe ich dafür gefahren, mindestens. Es können auch 36.000 gewesen sein. Und jetzt fahre ich damit rum und freue mich.
Natürlich könnte ich jetzt den dicksten, größten Fendt aller Zeiten immer wieder mieten und damit rumfahren. Ja, aber dann habe ich den ja. Warum soll ich darauf hinarbeiten? Deswegen, dieses Mieten für Spezialfahrzeuge, die man vielleicht nur einmal braucht, ja. Für alles andere bei mir in meinem Let's Play, nein. Dann können wir ja auch gleich hingehen, sag ich mal, etwas überspitzt und uns Geld cheaten, ja. Und dann die dicken Fahrzeuge kaufen und dann irgendwie daraus ein Let's Play machen. Ja, das wäre natürlich cool für die Thumbnails und dann würden wir mehr Klicks bekommen und dies, das, aber nee. Nicht meine Art, das zu machen. So. Welche Bäume wollen wir entfernen? Diese beiden auf jeden Fall. Den da hinten weiß ich noch nicht. Ich glaube, den können wir stehen lassen. Das heißt, diese beiden wollen wir weg haben. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir machen erstmal die ganze Lucy hier auf. Dazu muss ich mal eben kurz... So. Und dann machen wir die ganze Lucy an. So. Und mit etwas Glück kriegen wir jetzt den Baum entfernt, den wir auf keine andere mögliche Weise entfernt bekommen würden. Damit mulchen wir natürlich jetzt leider den Boden auch ein bisschen kaputt. Aber es sollte zumindest den Effekt haben, den wir uns erwünschen. So, wir machen hier mal runter. Und dann gehen wir mal hier ran. Und dann gehen wir hier rauf und runter. Wir können leider... Kommen wir hier noch nicht ganz dran. Geht der noch weiter auf? Nee. Dann müssen wir ein bisschen mehr Gewalt einsetzen. Na? Aber wie gesagt, hiermit soll es auf jeden Fall gehen. Eventuell muss ich es auch vorne ran machen. Vorne haben wir ja noch die Möglichkeit, es zu schwenken, nehme ich an. Dass der Heckhydraulik nicht geht. Und da sind wir mit dem Verkehr durch. Wir probieren es mal vorne. Einfach mal so. So, mal den ab. Und den ab. Ja, und dann geht's ans Hofbauen. Nee, Frontlader geht nicht. Das, ja. Ja, seht ihr, was ich meine? Hier ist der Winkel spitzer. Und jetzt probieren wir nochmal. Und unten und oben. So, das ist genau das, was ich meine. Da fällt der Baum. Wir können jetzt sogar den ganzen Baum entfernen damit. Aber das wollen wir ja nicht. Dann können wir den ruhig verkaufen. Dann holen wir es mal hier von der Seite. Seht ihr, der Baum ist ein bisschen schief. Das geht vielleicht besser. Ja. Ja. Ihr greift ja zumindest schon mal die Wurzeln an. Also ein bisschen sieht so aus, als tut er das, was er soll. Wir müssen natürlich dann gleich diese ganze Fläche reparieren. Ah ja, wenn ihr noch einen anderen Weg kennt, die Bäume zu entfernen, dann sehr gerne lasst mich das wissen. Aber das hier scheint zumindest ansatzweise zu funktionieren. Sieht nicht so aus, aber es tut's. Der wird gleich verschwinden. Warte, sag. Any minute now. Oh, er dreht ganz schön durch hier. Warte mal. Da kannst du die auch liegen. Wir hängen mal eben nochmal das Gewicht wieder an. Wie für so einen Trecker hier so Fliegengewicht ist, ne? So. Na.
Ich bin sicher, das kriegen wir hin. Ich bin bei der Bau doch auch gegangen. Hier geht es jetzt gar nicht mehr, interessanterweise. Jetzt mal von der anderen Seite. Was macht der Steinsammler da eigentlich? Wieso fährt der die ganze Zeit rückwärts? Was mit dem? Ist das, weil der Baum da liegt? Oh nein, dann müssen wir das Ganze gleich nochmal machen. Na gut. So, weil mal die innere Klappe geht. So hoch. Ja. Ja, da kann man wirklich zu Recht in den Kommentar schreiben, Garderobe in dieser Folge ist ja wirklich gar nichts passiert. In dem Fall ist der Kommentar außerordentlich berechtigt. Kriegen wir den noch irgendwie anders auf? Warte mal, wir gucken mal die Steuerung. Helfermenü, nee. Licht. Das sind nur die Klappen und die sind ja schon auf. Die ist auf und die ist auf. Na? Das ist auf jeden Fall so ungefähr das, was ich möchte. Man sieht auch, es geht hier bergab, ne, so ein bisschen. Aber da so. So, das bringt gar nichts. Ja, also wo auch immer ich das gelesen habe, ich glaube, es war auf Reddit. Da gibt es diesen schönen Satz, lost me on Reddit. Ich glaube, da ist hier mal wieder was dran. Aber dem Einbaum hat es geklappt, bei dem hier irgendwie nicht. Aber ich gebe ja nicht auf, ne? Das ist ja immer dieses Garderobe-Ding. Weil wir haben auch keine andere Möglichkeit, den loszuwerden, ne? Das ist ja das andere Problem. Bei der ganzen Sache. Ich mach mal ganz einen kurzen Cut hier, ja? Und fummel da noch ein bisschen rum. Ich wollte ja drum rumkommen, aber ja, habe ich mir mal hier gemietet. Das ist natürlich die eigentliche Maschine, die dahinter gehört. Und damit ging es dann auch. Wie man sehen kann. Also im Prinzip das gleiche, wie wir schon probiert haben. Allerdings scheint es so, dass beim Trecker dann irgendwie der Winkel nicht so ganz richtig zu sein scheint. Na gut, dann ist das halt so. Damit haben wir jedenfalls die Bäume, sind wir damit jetzt losgeworden. Und damit würde ich sagen, geht das auch ganz gut, dass wir dann hier so dann durchbauen und dann hier entsprechend, ja, weitermachen. Können wir eigentlich die Maschine schon zurückgeben. So... Warum? Warum diese? So. So. Ja, geht doch. Mich auch gewundert, wenn nicht. So, hier nochmal gucken, genau. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal eben kurz zum Händler fahren und dann die Bäume wegtransportieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das werde ich aber zwischen den Folgen machen, glaube ich. Ja, was haben wir gelernt? Wir können diese Bäume entfernen. Mit dem Mulcher und mit dem Aufsatz vorne drauf, wenn man dann schön, wie soll ich sagen, mit dem Winkel passend daran. Ich werde euch das auch nochmal zeigen. Jetzt sind die Bäume, natürlich die Bäume weg. Wir jetzt keine Bäume entfernen, die wir nicht entfernen sollten. Was mir noch in dem Zug aufgefallen ist, ist wirklich beim Steine sammeln. Der hat nicht alle Steine gesammelt. Warum auch immer.
Das ist mir auch noch aufgefallen. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir dann die große Erweiterung des Bauernhofes. Ist doch schön, dann gibt es mal eine Folge, in der es ein bisschen ruhiger, in Anführungszeichen. Da passiert fast gar nichts. Ich räume es ja freimütig ein. Und trotzdem, für die, die dran geblieben sind, haben noch den Tipp bekommen, wie es denn wirklich funktioniert. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich geglaubt, dass das auch mit dem Trecker geht, aber scheint so, dass die Maschine dann in anderen Winkel hat, so, ne? Dass da wirklich ein bisschen ein anderer Winkel dran ist, dass die dann besser dass die dann besser Richtung Trecker sozusagen funktioniert. Ja, das scheint ja der Grund zu sein. Und ja. Ich muss jetzt in Meeting. Dann werde ich während des Meetings hier diesen Baum hier quer über die Map transportieren. Oder wie auch immer ich das machen werde. Ich weiß es noch nicht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und die Äste könnte ich vorher noch entfernen. Obwohl, dann liegen die Äste einzeln rum, weil das diese komischen krummen Bäume sind. Naja, also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann bauen wir hier den großen, das große XXL-Hofmal-Wettbewerb-Ding. Ich habe schon so einen groben Plan. Also hier, wie gesagt, geht der Weg gerade durch. Was ich noch nicht weiß, sollen wir hier dann auch zum Händler so einen Weg runter machen? Eigentlich, ich bin ja Garderol, ne? Eigentlich müssen wir das. Und dann das ganze Feld weg hier und dann für Tiere oder so mal gucken. Auf jeden Fall hier so Hallen ans Wasser. Oh, damit wir mal die großen Maschinen erstmal da reinfahren können und so weiter. Das ist der Plan. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, sorry, also das ist ja wirklich eine Vogelfolge. So eine Folge muss es auch mal geben. Gebt ihr trotzdem einen Daumen nach oben. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, wo es da wieder richtig rund geht, lasst gerne ein Abo da und schaut mal bei Plus vorbei. Macht's gut. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.